Philipp Tage, zurück in England, zurück in London, wo du kennst. Auf der einen Seite natürlich vom letzten Spiel mit dem FCB in der Europa League auswärts gegen Tottenham. Auf der anderen Seite aber auch von deiner Zeit her mit Liverpool, Stamford Bridge. Bist du auch schon gesehen? Ja, ich bin schon das eine oder andere Mal da gewesen. Ich kenne einige Leute und es ist immer schön, es ist super dort zu spielen. Es ist ein absoluter, durch den Abomensch haben sie einen absoluten Vorzeigeklub geworden, haben viele Top-Sachen, viel Geld reingepumpt. Es ist ein Chelsea-Teil von London, es ist so der Nobel-Teil von London und es ist immer schön. Vor allem haben sie ja viel umgebaut, es ist viel neu gemacht worden und es ist wirklich super. Von Seite von der Ausgangslage beim FC Basel, so ein bisschen unter dem Motto, nach dem 1-2 im Hinspiel, wir haben keine Chance, also nützen wir sie? Was, keine Chance? Ich meine, 1-2, wir haben 10 Sekunden vor Schluss das Goal noch bekommen. Also, das ist alles möglich. Wir müssen vorwärts spielen, wir müssen genau, das ist unsere Stärke, wir müssen Goal suchen und das können wir, das haben wir schon mehrfach beweisen. Wir sind immer gut für 1-2, wenn nicht auch 3 Goal. Und klar wird es schwierig. Tottenham haben eine absolute Weltklasse-Mannschaft mit Topstars, aber nochmal, wir haben eine Top-Mannschaft, wir haben super Einzelspieler und wir haben sicher unsere Chancen, wir werden die Chancen ergeben morgen und wir probieren die Chancen auch zu nutzen. Eben, und so habe ich es eigentlich auch ein bisschen gemeint, also das heisst, sie sind von jeglichem Druck befreit, die können nur noch gewinnen. Ja, so ist es, also ich sage es mal so. Entweder Top oder Flop und ich sage es mal so, dass wir eine absolute super Europa League gespielt bis jetzt und wir haben das super verkauft in Europa, jeden Einzelnen als Club, als FC Basel, mit den Fans natürlich und wir werden morgen alles dafür setzen, dass wir genau dem gerecht werden, was wir in der Vergangenheit gezeigt haben. Wir werden vorwärts spielen, wir werden die Leute begeistern, wir werden ein absolutes Top-Fußballspiel bieten, das auf und ab geht. Und dann hoffe ich, dass wir am Schluss vielleicht das eine oder andere oder das Erfolgserlebnis können wahrmachen können. Sicher wird es schwierig, aber wir werden alles dafür tun, dass die Zuschauer begeistert sind von unserem Spiel. Besten Dank, Philipp Tage, und viel Erfolg. Merci.